Ja, hi, Christian. Genau, heute super wichtiges Video und ich habe gemerkt, das ist noch gar nicht so richtig klar oder habe ich noch gar nicht niemals so in ein Video wirklich reingepackt. Das Liebeship-Barometer, diese ominöse Skala von minus 5 bis plus 5 und ich finde es so wichtig, dass ich es das einfach mal hier im Auto mache, knallhart. Also, ich beziehe mich da sehr auch auf Ross Rosenberg, wenn das interessiert. Der hat ein Buch geschrieben, auch über solche Beziehungen, sei es auf Englisch, Human Magnet Syndrome. Bei mir ist es eigentlich ein bisschen anders, aber naja, hat mich schon eine gewisse Inspiration da. Minus 5, extremer Bindungsängstler, unter Umständen sehr narzisstisch. Plus 5, extrem co-abhängig, Pluspol, logischerweise Minuspol, Minuspol. Und habe ich ja schon immer wieder gesagt, das zieht sich halt an, ne? Je mehr du auf der Plusskala bist und so mehr ziehst du Minus an und so weiter. Das ist alles immer im Kurs Modul 1 und Programmierung des Liebeships. Ich will jetzt einfach nur auf diese Skala hier eingehen. Erstmal, was macht eine Beziehung stabil und was macht eine Beziehung unstabil? So. Und das sagt jetzt nichts über die Qualität einer Beziehung aus. Ne? Das ist jetzt ganz wichtig, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also eine Beziehung ist stabil, wenn die Summe 0 ist. Ne? Das heißt, wenn du plus 5 bist und bist mit minus 5 zusammen, geht es dir zwar mega schlecht und ist alles total furchtbar, aber die Beziehung ist stabil. So, ne? Wenn du dich jetzt schon hochgearbeitet hast auf, sagen wir mal, plus 3 und du bist mit minus 5 zusammen, Summe ist nicht 0, ne? Summe ist minus 2. Instabil, kracht irgendwann auseinander. So, ne? Was dann ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Wenn du wiederum plus 3, minus 3, wieder stabil, ne? So. Jetzt kann man sagen, plus 5, also alles, was plus 4, plus 5, minus 4, minus 5, ist tendenziell toxisch. Plus 3, minus 3 ist so an der Kippe. Ne? Kann so in die Richtung gehen. Und du musst nicht auf 0 kommen. Also Beziehungen plus 2, minus 2 sind okay, plus 1, minus 1 ist okay. Und 0 heißt jetzt quasi, was heißt eigentlich 0? Also 0 heißt, ja, das heißt, jetzt in Bezug auf um sich selbst drehen oder einen anderen heißt, dass ich sozusagen sowohl um mich selbst drehen kann in Selbstliebe, als auch genau mit dem gleichen Anspruch einen Blick auf den Partner haben kann. Das wäre jetzt quasi die Null, so, ne? Und auch entsprechend dann Bindungs- und Verlustangst nicht so ausfällt, genau. Ja, so, dann gehen wir die Skala mal durch. Also, muss da mal meine Notizen hier gucken. Plus 5 wäre dann jemand, der komplett co-abhängig ist, sozusagen süchtig danach ist, sich immer um andere zu kümmern, um andere zu drehen, komplett die eigenen Bedürfnisse ignoriert und fühlt sich völlig unfähig, das auch zu verändern, beziehungsweise sieht die Notwendigkeit gar nicht, obwohl er so leidet, beziehungsweise sieht überhaupt nicht, wie hängt das eigentlich alles zusammen. So, ne? Das ist häufig der Punkt, wo man dann nochmal, wenn es dann richtig crasht, in meine Kurse kommt, entspricht da bei meiner Skala die fünf Phasen der Umprägung des Liebeships, ist das halt Phase 0 bis Phase 1. Das Video bisher ist entsprechende dazu, ne? Die fünf Phasen der Umprägung des Liebeships. Ja, gibt es auch auf YouTube. Und wenn du das in meinen Kursen hier guckst, das Video, gibt es alles in diesem Umsonst-Modul, wo auch mein Kapitel über toxische Beziehungen drin ist, aber ich packe das auch so in diverse Kurse jetzt rein. Genau. Also, genau, extrem co-abhängig plus 5, plus 4 wäre dann immer noch sehr co-abhängig. Ja, und logischerweise auch sehr verlustängstlich in der Regel. Also diese Person sieht dann, ich müsste, glaube ich, mal ein bisschen mehr Grenzen setzen, macht das auch ganz selten mal, aber fühlt sich häufig nicht in der Lage dazu, finde es extrem unangenehm, beziehungsweise den Konflikte, die das dann aufwirft, ja, findet man nicht so pralle irgendwie.
Und wie gesagt, wenn mal Grenzen gesetzt werden, ist es extrem unangenehm, so viele Personen. Plus drei, also das ist eine Person, ja, die sich immer noch so ein bisschen als Retter sieht, nicht mehr ganz so wie auf der höheren Skala. Immer mal wieder vergisst, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, beziehungsweise diese einzufordern vom Partner, aber auch immer wieder dran denkt. Und auch diese Beziehungen sind typischerweise immer noch so ein bisschen im Ungleichgewicht. Mit plus drei kann man Grenzen setzen. Es fühlt sich aber immer noch irgendwie falsch an und nicht so richtig, so. Und mit einer plus drei ist man eben mit Menschen zusammen, ja, die eben, ja, vielleicht ein paar narzisstische Minuspol-Anteile haben, aber ja, mit sich reden lassen, auch versuchen dann ein bisschen drauf einzugehen, aber kann noch phasenweise recht schmerzhaft sein. So, dann kommen wir zu diesen gesünderen Teilen jetzt. Das wäre dann eine plus zwei. So ist eine Person, die immer noch gerne ein bisschen mehr geben mag, für die es auch okay ist, dass der andere ein bisschen weniger gibt vielleicht. Man fühlt sich jetzt nicht mehr ausgenutzt mit plus zwei. Man kann schon recht gut dafür sorgen, dass man bekommt, was man braucht. Man fühlt sich vielleicht noch ein bisschen unwohl, wenn man mal Grenzen setzen muss, aber ist ja grundsätzlich in der Lage dazu. Genau. Ja, und man ist dann auch mit plus zwei, ist man mit dem Partner zusammen, der es auch absolut einsieht, dass er auch eine ganze Menge liefern muss in der Beziehung und dass man es nicht alles auf dem anderen lassen kann. Und ja, genau. Wenn man bei plus zwei ist, ist auch das Ende davon, dass man mit Narzissten zusammen ist, ne? Oder Leuten mit starken narzisstischen Anteilen. Das kommt da eigentlich nicht mehr vor, so dann. Ja. Plus eins ist dann, ja, erstmal schon nah an der Balance wirklich. Man gibt vielleicht immer noch manchmal ein bisschen lieber als nehmen, aber es ist echt schon fast im Ausgleich. Man toleriert jetzt überhaupt nicht mehr Leute, die besonders selbstsüchtig sind und sich um sich drehen, so. Man sieht sich auch nicht mehr so als Retter oder Helferpersönlichkeit. Ja, null ist dann quasi die Mitte, dann machen wir mal weiter bei minus 5. Das wäre jetzt der typische hoch narzisstische Manipulator oder extremer Bindungsängstler. Kann durchaus, muss es nicht zwingend, na, starker Narzisst, narzisstischer Borderliner, Psychopath, dreht sich nur um sich, Bedürfnisse von anderen sind echt total wurscht und man macht eigentlich im Grunde genommen, was man will in einer Beziehung und wie das für den anderen ist. Egal, 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 egal. Minus 4 auch noch, häufig, nicht immer, deutliche narzisstische Anteile. Du bist auch jemand, der wirklich deutlich narzisstisch ist. Immer noch jemand, der sich hauptsächlich um sich dreht. Ja, ist aber schon so, dass man ja, an seltenen Punkten da mal dem Partner was gibt. Oft gerade so viel, dass der andere noch so irgendwie überlebt. Aber man sieht schon, okay, jetzt muss ich vielleicht doch mal ein bisschen was machen. Aber schon sehr um sich drehende Persönlichkeit. Ja. Genau. Ist auch jemand, der dann nicht mehr ganz so ausflippt, wenn man ihn mal konfrontiert, so mit seinem eigenen Verhalten. Ja, minus drei, jemand, der immer noch so ein bisschen egozentrisch ist, narzisstische Anteile unter Umständen, ja, so auf dem unteren Spektrum bindungsängstlich, mit dem kann man reden, er sieht ein, jetzt muss ich echt mal mehr machen, also es gibt eine gewisse Einsicht. Er braucht halt nur immer wieder, ja, soll ich mal sagen, Hinweis, so, jetzt kannst du mal wieder ein bisschen mehr reinhauen hier. Also er braucht es wirklich, dass der Plus Dreier dann auch die Grenzen setzt entsprechend. Ja, aber es halt auch gibt auch immer wieder so egoistische Phasen. Ne? Minus 2, ja, ist dann jetzt im gesunden Bereich. Das ist jemand, ja, der immer noch lieber ja, ein bisschen sieht, dass er seinen Vorteil findet, aber es ist absolut in Ordnung. Also es ist auch jemand, der dann auch phasenweise sagen kann, okay, jetzt gebe ich mal mehr, ne? Also wirklich auch Bewusstheit da hat, ansprechbar ist, was das Thema angeht.
Minus 1, das ist wiederum fast auf ein 0. Ist jemand, der auch wirklich gerne mal gibt, auch über längere Phasen, gut ansprechbar ist, vielleicht manchmal in seltenen Momenten sich da ein bisschen um sich dreht, aber ja, im ganz geringen Ausmaß ist. So, wie ist das jetzt mit, wisst ihr ja alle, dass das so wechseln kann, ne? Mal ist mal so, mal ist mal so. Und das ist so ein bisschen wie das Wetter und das Klima, ne? Also das Wetter kann schnell ändern. Ich kann, wenn ich jetzt mit einem, wenn ich eigentlich Verlustängstler bin, co-abhängig, und ich bin mit jemandem zusammen, der noch viel verlustängstlicher und co-abhängiger ist, dann kann dann durchaus sein, dass ich auf der Skala irgendwo anders hinrutsche. Aber ja, es ist, gibt trotzdem so einen Grundcharakter. Es ist auch nicht so leicht zu ändern. Deswegen ist die Arbeit ja so hart irgendwie, ne? Was ich mal so das Klima nennen würde, so. Und ja, also es geht wirklich darum, das Klima zu ändern, ne? So im Wetter kann man durchaus mal, ja, auch mal ganz bindungsängstlich, auch mal einen ganz egoistischen Tag haben oder mit seiner Verlustangst egozentrisch sein. Also da mache ich auch viele Videos drüber, wie ähnlich das auch teilweise ist und komplex. Aber es geht hier so ein bisschen ums Klima. Was ist so meine Grundeinstellung? Die ändert sich auch nicht so leicht, ne? Ich kann durchaus, ja, in einer Beziehung sein, wo ich vielleicht viel vorsichtiger bin, vielleicht auch ein bisschen Mauern baue, und habe aber trotzdem noch diese co-abhängige Grundhaltung da irgendwo, ne, dass ich mich zu sehr um den anderen kümmere, so. Also es geht hier wirklich darum jetzt bei diesem Klimabarometer, also was sind diese Grundeinstellungen bezüglich Selbstliebe und so weiter, die ich da mit mir rumtrage, ne? Thema Co-Abhängigkeit und so weiter. Ja, was vielleicht auch klar wird an dieser Skala, wenn du, nehmen wir mal, du bist plus 5, bist mit minus 5 zusammen, du entwickelst dich, du kommst auf minus 4, minus 3, was passiert dann? Konflikt, 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 Konflikt. Aber gut, das, da haben wir schon einiges zugemacht. Ja, freue mich über Feedback und wir werden uns mal wiedersehen.